Ja, willkommen heute zu einer neuen Folge von Crusader of the Lost Idols. Ich will heute einfach mal wieder eine neue Folge darüber machen. Zum einen haben inzwischen ja einige Events stattgefunden, einfach mal ein bisschen zu zeigen, was da so passiert ist. Und aktuell findet auch gerade wieder ein neues Event statt. Also im Schnitt einmal im Monat ist aktuell sozusagen ein Event, was über mehrere Tage zumeist geht. Und ich möchte vor allen Dingen auch noch ein bisschen erläutern und erklären, wie so meine Erfahrungen insgesamt bisher sind mit den verschiedenen zusätzlichen ja, Crusaders, die man in den ganzen Events freispielen kann. Und dazu werde ich euch auch direkt mitnehmen auf ein sozusagen die vorletzte Map, ich glaube, also das vorletzte Objective aus dem aktuellen Event. Und ja, ich starte einfach mal rein und werde einfach so ein paar Sachen erläutern. Aktuell, als ich es jetzt zuletzt verlassen habe, habe ich noch ein Objective aktiviert, also letztlich einen so ein Free-to-Play oder Free-Play heißt es ja, also Free-to-Play ist das Spiel ja sowieso, aber so, das sind jetzt die verschiedenen Sachen. Hier ist jetzt wieder eine neue Daily. Mal schauen, das ist jetzt im Moment die einzige. Ich soll fünfmal Simbas. Das, okay, das ist das hier, das ist diese Fähigkeit, die ich fünfmal einsetzen soll. Das werde ich jetzt in dem Video nicht machen, weil ich habe zwar immer noch oder inzwischen nur noch einen Cooldown von 18 Minuten und 53 Sekunden, aber das heißt auch, dass ich irgendwie so knapp 1,5 Stunden benötigen würde, außer ich würde hier natürlich die Zeiten verwenden, weil wenn ich hier 30 Minuten Sprünge mache, dann gilt es auch für diese Fähigkeiten dort unten. Ich habe das Bild jetzt wieder aktuell im Fenstermodus und strecke das letztlich hier als Hintergrund. Deswegen sieht es vielleicht ein bisschen breiter aus, als es ursprünglich der Fall ist. Und es ist leider etwas unschärfer. Aber das Problem ist, wenn ich es im Vollbild laufen lasse, das ist sehr schade, dass die sozusagen kein Breitbild unterstützen. Mal gucken, wo waren das? Ja, genau. Und es ist letztlich so oder so aufgezogen, weil es natürlich nicht die vollständige Auflösung unterstützt, die also keine Full HD-Auflösung hat. Deswegen sieht es halt etwas weich gezeichnet aus. So, aber um letztlich hier auf das Event zu gehen, also hier habe ich jetzt aktuell 7200 ja, Items oder Elemente, die sozusagen als Währung, als zusätzliche Währung innerhalb dieses Events gelten. Hier bei den All Objectives. Also hier sieht man noch, dass dieses Event, Princess Pool Party, letztlich noch 6 Tage dauert und 4 Stunden, in der ich, also die ersten vier Objectives sind schon abgeschlossen. Dabei ist es so, dass in aller Regel die ersten zwei Objectives sind sozusagen zwei zusätzliche Crusader, die an irgendwelchen bestehenden Plätzen sozusagen ergänzt werden. Also Pilot Pam ist zum Beispiel bei Jim the Lumberjack sozusagen im Platz und Queen Siri ist bei King Reginald dem vierten. Also ich zeige es euch kurz, weil ich habe es ja hier schon drin. Also das ist dann hier dieses Icon, womit ihr sozusagen die Crusader tauschen könnt und dann taucht hier der andere Crusader auf und ist dann sozusagen aktivierbar. Das heißt, ihr könnt ihr dann auswählen und die Fähigkeiten sind zum Teil ähnlich. Also auf jeden Fall, was so die allgemeinen Fähigkeiten dort für diese Leiste zum Beispiel angeht. Andere Sachen sind sehr unterschiedlich. Also Pilot Pam hat zum Beispiel, ich swap dir, ich tausche mal kurz aus, hat die Fähigkeit, mal gucken, wo war das hier? Das hier. Also sie verstärkt sozusagen die DPS von einem einzelnen ja, Crusader, aber nur, wenn er der einzige ist sozusagen in der Reihe. Während zum Beispiel Jim the Lumberjack, wenn ich den hier drin habe, kann man sehen, okay. Okay, das ist seine eigene, also er wird verbessert, wenn er einen Partner hat, aber er hat hier zum Beispiel, er verstärkt alle in der Reihe um 50%. Das heißt, da muss man sich dann überlegen, ob es sinnvoll ist, zum Beispiel Pam dann hier einzusetzen mit einem zweiten Crusader und der dann verdoppelt,
oder ob ich lieber Jim verwende und dafür dann drei Crusader in dem Fall von der Stärke her hinbekomme. Aktuell von dem Free-to-Play, ihr seht, dass ich hier sozusagen noch vor dem Level 225, also dem Free-Play, das ist das hier, also diese Mission starte ich aktuell oder beziehungsweise in der laufe ich gerade noch. Und die kann letztlich jederzeit abgeschlossen werden, sobald hier hinten das End of the World gekauft werden kann. Aber bevor ich das Ende der Welt herbeirufe, will ich euch nochmal kurz ein bisschen was zu den Events zeigen. Also ab hier, genau, hier sind letztlich beginnen die Events. Das sind ganz normale Achievements und hier sind die Event-Achievements. Jedes Event, ich klicke mal hier drauf, dann seht ihr das. Jedes Event hat letztlich 6 Achievements, die erreicht werden können. 2 der Achievements sind dann entsprechend immer die beiden Crusader, die neu verfügbar sind. 2 andere Achievements sind bisher auch immer identisch gewesen. Das heißt, die Ausrüstungsslots, die können ja bis zu 3 verschiedene Ausrüstungen tragen, dass man die sozusagen gesammelt bekommt. Und dann gibt es noch ein Event, das hat sich, oder ein, einer, der sich auch immer wiederholt hat, ist letztlich hier das von dieser Währung, die nur für dieses Event gilt. Also in dem Fall, ich weiß gar nicht mehr, das sind irgendwelche Icons, Idols oder irgendwas. Also Sunscreens. Und wenn man davon 17.000 ausgegeben hat, wohlgemerkt, diese... Moment, jetzt muss ich nochmal in den Shop gucken, weil man kann letztlich hier für dieses Event auch Chests kaufen, dann so wie hier gegen Diamanten, die man erspielen kann, kann man hier eine Chest kaufen gegen 11.250 von diesen Dingern, aber die gelten nicht für dieses Achievement. Das heißt, das, was man hier für das Achievement ausgibt, muss man zwingend für die Objectives hingeblättert haben. Also letztlich hier hinten. Also für die beiden Objectives, die ich aktuell sozusagen die jetzt hier noch aktivieren kann, habe ich jetzt 5.000 und 4.000 habe ich erst. Das heißt, es sind noch ein paar Tausend. Das sind dann 9.000, das heißt, es fehlen mir noch 8.000 sozusagen, um diese hier dann, die ich erstmal alle noch bekommen muss, die ich noch innerhalb der Zeit erstmal einsammeln muss und damit die dann noch zusätzlich auszugeben. Aber das zeige ich euch auch gleich nochmal. So, und hier ist dann sozusagen ein Spezial-Achievement. In dem Fall müssten weibliche Crusader sozusagen 99,9% der DPS machen. Und zwar in einer Area, die größer als 100 und die Formation musste komplett gefüllt sein. Also wie gesagt, das ist jetzt für das aktuelle Event. 3 Achievements sind bereits erfüllt. Die 17.000 muss ich mal schauen, dass das noch klappt. In den nächsten 6 Tagen sollten eigentlich noch genug davon zusammenkommen, um das zu starten. Bei den anderen beiden ist es relativ schwierig, weil natürlich nicht garantiert ist, dass man passende Items bekommt. Zum einen, wenn man keine Juwel-Chest bekommt oder keine Juwelen-Chest extra kauft, sondern das eher macht, damit man dieses Event hier erfüllt und die für die Objectives ausgibt. Dann hat man nur die Möglichkeit, letztlich Standardkisten zu bekommen, wo vielleicht mal wo insgesamt wahrscheinlich nur ein so ein Item drin ist. Und das ist dann, also ich gehe jetzt mal bei der Queen Siri, die ja jetzt im Moment erst 1 hat. Und die Sache ist ja, es kann immer wieder letztlich so ein Zepter auch wieder auftauchen, das dann aber letztlich das Zepter ablöst oder selber schlechter ist und dann einfach nur hier diese Enhancement Points sozusagen aktiviert. Was auch noch neu ist, ich glaube, das war nicht von Anfang an da, wahrscheinlich auch deswegen, weil es ja sowieso nicht mehr, also beziehungsweise konnte ich gar nicht feststellen, dass es mehrere von diesen Wechseln gibt, weil für die, wo ich schon länger jetzt Enhancement Points habe, muss ich jetzt nochmal schauen, wer hat denn, also hier zum Beispiel im Hintergrund ist die Mama Kane, die selber auch schon 15 Enhancement Points hat, also verschiedene Gegenstände, die sozusagen dann wieder aufgelöst wurden.
weil sie sozusagen schlechter oder gleich gut sind wie die, die schon ausgerüstet sind. Und dann kann man hier sehen, dass letztlich 17 Enhancement Points hat eben Kuri selber und 3 Enhancement Points, also 30% der von Mama Kane selbst, werden ja auch zugerechnet. Das heißt, das steigert dann auch nochmal ein bisschen die DPS-Kraft der einzelnen Kämpfer hier. Wie ihr seht, ist hier das alles schön im Gleichgewicht. Meine Crusader sind ganz gut in der Lage, den Ansturm sozusagen standzuhalten, was ja auch kein Wunder ist, da ich jetzt eine ganze Weile offline war und hier entsprechend wieder einige von diesen Experience Points, die ja jedes Mal resettet werden, wenn ihr ein neues Objective beginnt und es dauert 8 Stunden, also, ah ne, 5 Stunden dauert es, das dürfte jetzt das sein. Mal nachgucken, nochmal hier hinten. Aber ja, also 5 Stunden dauert es, bevor ihr einen so einen Punkt bekommt. Das heißt, es wären 4 Punkte am Tag. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass das Spiel schon ein bisschen länger läuft, aber ja, ich habe es gestern erst oder vorgestern gestartet. Das heißt, in der Hinsicht dürfte es ganz gut hinkommen. So, jetzt bin ich immer noch nicht mit den Achievements durch. Also, was sind sozusagen die letzten Events gewesen? Das erste Event war letztlich ein Halloween-Event. Da gab es Jack und Wendy sozusagen zu erspielen. Hier habe ich dann Jacks Ausrüstung komplett bekommen. So, das ist jetzt schon Emos New Moon. Das ist, nee, aber das ist alles noch Halloween-Event. Also da habe ich auch letztlich 4 Events freigeschaltet. Mit der Ausrüstung hat es nur bei Jack geklappt, bei ihr nicht. Und dann ist noch irgendwas, was anscheinend ich als letztes Event nicht aktivieren konnte. Gut, das nächste war dann Thanksgiving. Da gab es dann den Roboter, Tutan und Mama Kane. Okay, die beiden Crusader sind freigeschaltet, das ist kein Problem gewesen. Die 17.000, das habe ich hier sozusagen nicht geschafft. Also sowohl die Ausrüstung für sie als auch die 17.000 Candies letztlich auszugeben. Also hier habe ich die 17.000 für Thanksgiving ausgegeben. Was dann noch geklappt hat, ist sozusagen diese Spezialsache. Das heißt, dass ich hier 40% sozusagen absorbiert habe von der Total DPS. Also einfach eins, das mit diesen neuen Crusadern letztlich in engen Verbindung steht. Das heißt, das kann man sozusagen nur schaffen, wenn man irgendwie diese Crusader einsetzt in der richtigen Form. Und ja, für Mama Kane ist die Ausrüstung, wie ihr ja eh gerade schon gesehen habt, vollständig. Was ich noch nicht wirklich sicher beobachten konnte, inwieweit diese Ausrüstung, also jetzt auch weiterhin mit den neuen Kisten, ob da Ausrüstung dazukommt oder ob diese neuen Crusader letztlich generell nur über die Events Ausrüstung beziehen können und später gar nicht mehr. Da habe ich bisher noch nicht so drauf geachtet und ist mir zumindest auch noch nicht aufgefallen, wie dort der Ablauf ist. So, das nächste war dann ein Winter- bzw. Weihnachtsevent. Da gab es dann den Roboter, Weihnachtsmann und einen Schneemann, Frosty. So, hier wieder die 17.000, wie gesagt, die habe ich hier dann auch wieder ganz gut geschafft. Und dann fehlte mir hier wieder, genau, also für Mr. Freeze, das, also Frosty, der hat dann alle Equipment sozusagen bekommen, da hat es geklappt. Für den Roboter Santa habe ich das eben nicht geschafft. Und hier dann wieder sozusagen diese Spezialfähigkeit. Und das ist jetzt eben das Neue aktuell. Einfach so ein Party-Event von wegen mit Pilot Pam und Queen Siri. Das Sonne-Event ist auch schon da, hier eben, wie gesagt, auf die 4000. Und jetzt kommt es noch darauf an, ob ich mit den Kisten, die ich sozusagen noch freispielen kann während dieser Eventphase, ob ich es da schaffe, hier noch ein Ausrüstungsstück und hier 2 Ausrüstungsstücke zu bekommen. Das soweit. Jetzt möchte ich euch noch eine Sache zeigen, die ich so ein bisschen rausbaldowert habe. Und zwar, am Anfang dachte ich immer, okay, möglichst viel Gold einsammeln, damit hier diese Zahl sozusagen möglichst hoch ist, bevor ich zum Beispiel hier einen so einen Zeitfaktor benutze. Weil es später kann es ziemlich wichtig sein, das gerade zu den richtigen Zeitpunkten das dann einzusetzen, eben ein bisschen Geld anzuhäufen, damit ich hier meine Crusader aufleveln kann. Inzwischen habe ich festgestellt, also der Wert, den sozusagen hier eine so eine Einheit bringt, ist hauptsächlich von 3 Sachen abhängig. Das eine natürlich das Level, in dem ihr das höchste Level, das ihr freigeschaltet habt, also nicht in dem ihr euch befindet, sondern das höchste Level, das freigeschaltet ist.
Der zweite Multiplikator ist letztlich hier, die Frage ist, wie viel DPS ihr aktuell habt. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel sozusagen DPS eure Leute allein aktuell haben, sondern es gelten auch solche Multiplikatoren rein, wie zum Beispiel hier der die Kürbe, also ja, wie heißt der denn? Jack O'Lantern, weil der hat ja für jeden Angreifer, den er hat, hat er hier zum Beispiel ist jetzt Bonus 122%, also 17,5 für jeden des Enemy und aktuell 122% ist immer so die Größe, die sozusagen als Bonus kommt auf die gesamte DPS. Und in dem Moment, wo die DPS hier hochgeht, das könnt ihr mal schauen, jetzt ist 200, also wir haben jetzt 260, habe ich 21,2 QD. Jetzt ist es, okay, jetzt sind wir wieder bei 260, komm, änderst den Wert mal, 236 und jetzt sind wir bei 15,7 QD. Und gerade eben ist es hochgegangen. Also ihr seht jedenfalls, dass das direkt mit der, jetzt sind wir bei 22,7 und 24,1, also wie gesagt, das ändert sich direkt in Abhängigkeit von der DPS. Und der letzte, die letzte Quote, die sich hier entscheidend ändert, ist, was ihr für einen Geldmultiplikator habt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt den rausnehme, dann fällt der Multiplikator auf 43, klar, die DPS geht auch runter. Aber wenn ich jetzt hier schaue, hier habe ich jetzt nur noch 8,9, obwohl hier 291 ist jetzt das, obwohl wir ja vorhin 260 geguckt haben und da waren wir bei über 20. Also es ist wichtig, möglichst hoch, also so den Multiplikator hier so hoch wie möglich zu haben und in dem Zuge auch möglichst hohe DPS. Das heißt, da ist der Jack O'Lantern kombiniert mit diesen beiden hier sehr praktisch, weil hier der Greif macht nochmal das Jack O'Lantern nochmal 65% weniger Schaden nimmt. Zusätzlich wird er von dem Doktor um ein Drittel seiner Lebenskraft sozusagen oder Lebenspunkte geheilt. Und dann noch Jack O'Lantern hat, soweit ich weiß, mal gucken, das war der Multiplikator. Genau, und Jack O'Lantern selber hat nochmal eine Eigenschaft gehabt, dass er 33% weniger Schaden nimmt. Also deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, in einem Ein- oder Zweier-Slot sozusagen in der Formation den nach vorne zu stellen, ist das super genial, weil er einmal die DPS multipliziert. Und wenn ihr zum Beispiel einen Zweier-Slot habt, ist es sehr geschickt, zum Beispiel den, wo ist er, Jason zu verwenden, weil Jason hat eine Fähigkeit, hier, das ist die Attack Priority. Das heißt, wenn ein Monster sozusagen ihm gegenübersteht und dann stellt es fest, okay, der wird nicht angegriffen, sondern der wandert dann sozusagen zu einem von dem anderen in der gleichen Reihe weiter. Das heißt, selbst wenn ihr zwei Frontplätze habt, ist es sinnvoll, den dann reinzusetzen, dann kommen doch alle zu Jack O'Lantern und werden dort dann sozusagen gesammelt und für den Schadensmultiplikator verwendet. So, was ich jetzt auch noch wichtig ist, was ich erst in Vorbereitung auf das Video nochmal festgestellt habe. Im Moment ist der Schadensmultiplikator ja letztlich basiert auf der 225. Und das ist wichtig zu wissen, dass es sinnvoll ist, sozusagen in den letzten drei Leveln, also je nachdem, wo ihr gerade aktuell seid, lieber in den drei Leveln einen so einen Zeitblock auszulösen, als in den beiden. Weil ihr werdet es gleich sehen. Wenn ich jetzt eins nach vorne laufe, weil ich will ja sowieso dort letztlich kämpfen, dann seht ihr, dass sozusagen der Standard, wenn kein Angreifer da ist, ist 11,1. Und darüber hinaus ist es jetzt in dem Moment, wo ich dieses Level hier schaffe, so, jetzt habt ihr, zack, jetzt hatte ich gerade den sozusagen Werwolf aufgerüstet, dann werdet ihr jetzt gleich sehen, dass obwohl ich jetzt ein Level weiter bin, die Geldmenge, die ich hier bekomme, fallen sollte. Okay, jetzt ist sie nicht gefallen. Okay, jetzt bin ich bei 143 QD. Achso, ja natürlich. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich habe natürlich gerade immens die DPS hochgeschraubt, weswegen es klar ist, dass natürlich jetzt der Wert hochgeht. Aber ihr werdet gleich nochmal feststellen, wenn ich den jetzt sozusagen konstant damit durchlaufen lasse, dass der natürlich die
sozusagen das Geld, was eingenommen werden kann, konstant ansteigt, je nachdem, wo das gerade aktiviert wird. So, jetzt warten wir einfach mal kurz, bis die durchgelaufen sind. Also es sind immer noch 310 QD, die jetzt sozusagen nach der Aktivierung von dem hier gewesen sind. So, jetzt sind wir beim nächsten Level. Jetzt sind wir bei 434 QD. Das ist ganz gut, wenn ihr euch, wenn ihr den Wert letztlich nachher vergleicht, den wir erreichen, wenn wir von 230 auf 231 wechseln. Der liegt nämlich letztlich etwa unter diesem Wert. Also deswegen, also so die 26 und 27 sind sozusagen die Werte kleiner als der Wert, der gegenüber dem Boss-Level dann hier wieder erreicht wird, beziehungsweise dann ist es ja die 233. Also der Boss-Level-Wert wird sozusagen erst in der 233 wieder erreicht. So, das sind wir jetzt schon im nächsten, das sind wir bei 860 QD. So, jetzt brauchen wir hier bloß noch einen Accident Idle, der sozusagen erwischt werden muss. Und das sollte auch noch relativ schnell gehen, weil eben, wie gesagt, die DPS, die ich da angehoben habe, als ich den Werwolf aufgerüstet habe, der war schon ziemlich groß, einen ziemlichen Boost. Was da auch sehr wichtig ist, ab Level 200 ist es im Endeffekt nur sinnvoll, letztlich die ganze im 25er-Sprung zu machen, weil hier diese letzte Fähigkeit, die freigeschaltet wird, macht einen 4-mal Multiplikator für jedes 25. Level. Und das sind nicht einfach linear, sondern das ist sozusagen erhöht sich exponentiell. Okay, jetzt sind wir im Boss-Level. Da haben wir jetzt, jetzt sind wir schon bei SD, also sozusagen die Steigerung von nach QD mit 1,65 SD. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, dass der Wert in dem Moment, wo wir auf das nächste Level springen, so, der ist jetzt gleich weg. So, so nach der Kiste. So, da könnt ihr jetzt sehen, wir sind jetzt bei 891 QD. Das heißt, wir liegen letztlich genau irgendwo hier dazwischen und erreichen den Wert letztlich, ja, also es war ja 1,6 SD, also fast das Doppelte, oder sogar, ja, ich habe so gemerkt, so zwischen 2 und 2,5-fach irgendwo ist, glaube ich, der Multiplikator im Vergleich zum Boss-Level, zum Nachfolgelevel, was das dann wieder runtergeht. So, jetzt sind wir schon wieder bei 1,37 SD, das heißt, wir haben noch nicht ganz das Boss-Level erreicht, aber bei 2,33 wird es auf jeden Fall wieder so weit passen. Ja, dass da das hinzugekommen ist. So, eine neue Funktion, die ich euch noch kurz zeigen kann, sind die Talente. Da habe ich bisher eins gekauft, das andere ist mir jetzt nicht so wichtig, beziehungsweise kann ich sowieso noch nicht kaufen, weil ich noch gar keine Area 300 sozusagen ja, platt gemacht habe. Und ja, deswegen, das ist sozusagen ein Feature, was so nach und nach ergänzt wurde oder halt auch noch weiter ergänzt werden soll. So, jetzt werdet ihr gleich sehen, okay, es sind noch drei solche Fläschchen notwendig. Und dann werden wir das sehen. So, 1,37. Noch ein. So, das war's. Geschafft. Und jetzt sind wir bei 1,78. Also wie ihr seht, es ist sinnvoller, diese Geldelemente sozusagen auszulösen, wenn ihr hier im Level, im passenden Level seid. Ich werde jetzt mal kurz noch hier nochmal kurz die Damage hochfahren, einfach damit der noch ein bisschen schneller dort bis zum Ende kommt. Weil das ist letztlich der Bereich, ich habe zwar jetzt inzwischen schon 1700 Idols, die sich sowohl auswirken auf die DPS als auch auf den Goldfund. Deswegen habe ich hier halt eine 107.000-fache sozusagen Geldmenge. Deswegen ist es ziemlich leicht, dann auch in so einem Free-Play-Modus letztlich locker in Level 100, 200 zu kommen. Auf jeden Fall weit genug, um schnell dieses hier aktivieren zu können. Und dann zeige ich euch jetzt auch gleich noch eine Funktion. Ich glaube, der Button war beim letzten Mal noch nicht da, weil der ist nämlich
zum einen nützlich, weil wenn ich jetzt hier sozusagen die Mission beenden würde, würde ich gerade mal 27 neue Idols bekommen und ich bin auch relativ niedrig unter dem nächsten 500er Schritt. Das heißt, ich passe das jetzt an und lasse jetzt automatisch sozusagen das Geld auf die Crusader verteilen. Was auch noch wichtig ist, da es ja hier sozusagen mehrere Crusader gibt, wenn ihr den jetzt wechselt und den anderen hier rein swappt, der letztlich gar nichts hat, da werdet ihr sehen, also jetzt habe ich 27,97 und wenn ich die reinnehme, habe ich 28,253 und es gelten auch immer nur die, die hier vorne aktiv sind. Das heißt, wenn ihr, weil ich hatte am Anfang dann immer ausprobiert, ich wechsle den jetzt und hole dann sozusagen hier auch noch die zusätzlichen Level, aber wie gesagt, das bringt nichts, weil es sind nur die, die Crusader, die ihr ausgewählt habt, zählen und alle anderen zählen sowieso nicht. Und ihr seht, jetzt habe ich sozusagen meine Zahl nahezu verdoppelt, also von 27 auf 56, ja nahezu, ich habe sie sogar mehr als verdoppelt, letztlich von 27 auf 56 Idols, die ich sozusagen jetzt mit dem Abschluss dieses Levels hier schaffen kann. So, jetzt gilt es letztlich nur noch, hier den Boss-Level zu schaffen. Einfach nochmal hier den Regen fallen lassen, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann ist das eigentlich auch schon so gut wie erledigt. Ich werde jetzt hier mal noch den Klicker reinsetzen. Dann kann ich nämlich den Critical Clicks hier aktivieren und einfach dort den noch ein bisschen helfen zu bearbeiten, damit er auch ja rechtzeitig gecrashed wird, weil das Problem bei den Bossmonstern ist, ihr seht ihn ja, wie der so rot aufleuchtet und der wird sozusagen immer wütender und immer stärker, je länger er meine Leute angreift und deswegen muss der sozusagen zeitnah besiegt werden, weil ihr habt nicht ewig Zeit, bevor der so stark wird, dass der auch den Jack-O-Lantern ohne Probleme dann platt machen kann. Ja. Soweit sozusagen erstmal so ein bisschen zur Einführung oder zur Rückmeldung, was jetzt so ein bisschen meine Erkenntnisse waren. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob das jetzt nochmal ein bisschen was ausmacht. Okay, ja, einen hat es jetzt noch gegeben und jetzt werde ich erstmal wieder den Reset machen. So, push the shiny button, bevor wir dann jetzt in das neue Objective wechseln und uns dort dann, ja, die... Ja, ich euch einfach mal mitnehme auf die Objectives, die dann auch sehr spannend wird. So, also ich bekomme keine weitere Belohnung außer den 57 Idols, die einfach dann sozusagen wieder mir Boni verschaffen, sowohl in DPS als auch im Gold finden. Und jetzt geht es darum, in das neue Objective zu starten. Also hier muss ich ohnehin schon 1500 Idols haben, 1800 habe ich aktuell. Also eine Juwelen-Chest kann ich am Ende begönnen. Es wird sicherlich recht anstrengend werden, tatsächlich bis in Level 250 natürlich hier zu kommen, weil ich darf nur drei Crusader zu einem Zeitpunkt verwenden. Ich bin mal gespannt, wie das geregelt wird, also ob ich tatsächlich dann nicht in der Lage bin, weitere draufzuziehen oder hoffentlich nicht, dass das Objectives scheitert, wenn ich versehentlich irgendwie mehr versuche draufzuziehen. Aber ja, schauen wir es einfach mal an. Weil der Anfang ist letztlich ziemlich ähnlich, wie sozusagen gehabt. Ich habe hier einfach dann schon ein bisschen Damage, die sozusagen ziemlich leicht ist. Aktuell scheint zumindest der Fehler behoben zu sein, dass es nämlich so gewesen ist, in dem Moment, wo Pam freigeschaltet wurde, ist auch noch die andere schon freigeschaltet worden, die eigentlich erst ja viel hinter bei dem King kommt und dann war bis zum King schon alles sichtbar, ohne dass ich die wirklich nutzen konnte. So, ich werde jetzt hier auch gleich schon mal auf Pam umschalten, weil sie ja sozusagen diejenige ist, die mir einen Bonus von 100% ermöglicht auf ja, im Endeffekt einen solchen Kämpfer. Das Einzige, was natürlich ein bisschen schade ist, wobei, ach nee, stimmt gar nicht, weil ich kann das ja, kann die ja weit genug auseinanderziehen. Weil wenn ich Pam da oben reinsetze und den Werwolf letztlich hier unten reinsetze, weil der Werwolf hat ja, er will keinen menschlichen Crusader in seiner Nähe haben und verdoppelt dann nochmal seinen Schaden, dann kann ich das natürlich prima machen, weil sie hat die Möglichkeit, okay, sie will einen Crusader in ihrer Nähe haben, damit sie sozusagen 100% Schaden mehr hat. Zusätzlich will er keinen Crusader in seiner Nähe haben.
Das heißt, eigentlich ist es ganz praktisch, genau in so einer Dreierlinie sozusagen zu arbeiten. Und dann noch dazu, okay, ihr seht schon, also hier ist es doch noch nicht behoben. Das heißt, hier sind jetzt tatsächlich schon alle freigeschaltet worden, obwohl ich mir die noch längst nicht leisten kann. Weil ich bin noch längst nicht in dem Bereich, dass ich so viel DPS bekomme, dass ich später Queen Siri dazu nehme und damit letztlich auch wieder ja, die Damage nochmal hochziehe. Genau hier kann ich jetzt, wenn kein Human Crusader da ist, kriege ich jetzt von ihm auch 100% dazu. Das heißt, die sind jetzt schon alle ziemlich stark, also sozusagen im Verhältnis zu dem, was jetzt hier an Gegnern kommt. Das heißt, bis Level 100 und so weiter werde ich auf jeden Fall locker mit den normalen Ausrüstungen mit 3 Crusaders schaffen. Jetzt bin ich mal gespannt, inwieweit... okay, also es ist nicht versehentlich möglich, hier einen Crusader zu viel reinzuziehen. Ich werde die jetzt trotzdem einfach mal austauschen, weil ich natürlich den Buschwecker an der Stelle nicht brauche. So, ich werde dann jetzt erstmal Sascha verwenden, weil der natürlich als vorn stehender Crusader ziemlich früh diesen Vierer-Multiplikator schafft und deswegen auch eine hohe Damage bekommt. Und ja, genau, was ihr gerade schon gesehen habt, der hat jetzt schon hier 40% Steigerung. Jetzt muss ich mal schauen. Also sie hat jetzt 2, ach ja, genau, was ja natürlich auch noch der Fall ist, sie steigert ja sozusagen die Crusader nur um 100%, wenn sie alleine ist. Das heißt, in diesem Dreieck ist es jetzt eigentlich am praktischsten. Also das sind sozusagen Sachen, die ihr einfach dann nach und nach so ein bisschen, wenn ihr die Fähigkeiten von den Einzelnen kennt, sozusagen speziell anpassen könnt. Also sie steigert ja nur um 100%, wenn nur ein Crusader drin ist. Gleichzeitig will sie einen Crusader in ihrer Nähe haben. So, das ist der jetzt. Also wenn ich den wegnehme, fällt es sozusagen um 100%. Wenn ich den reinsetze, dann fällt sowohl er als auch sie nochmals um 100%. Und so ist sie jetzt letztlich, also das eine war das hier, wenn jemand bei ihr in der Nähe ist. Und hier, es sind nicht nur 100%, inzwischen sind es 150. Das liegt letztlich an der Ausrüstung. Also hier wird der Effekt mit der raren Ausstattung sozusagen nochmal um 50% gesteigert. Das heißt, eben statt 100% sind es tatsächlich 150. Und wie ihr seht, macht das schon eine ganze Menge aus. Im Gegensatz, wenn sozusagen diese ganzen Boni weg sind, bin ich bei 97 Millionen Damage jetzt aktuell. Und wenn ich die alle aktiviere, habe ich über 200. Und sorgt auf jeden Fall dafür, dass ich dort einige Erleichterungen erfahre. So kann ich letztlich einfach mit den 3 Crusadern nach und nach jetzt schnell nach vorne gehen und einfach hier das Ganze ablaufen lassen. Ich werde euch jetzt natürlich nicht hier die ganze Zeit, ihr seht, dass das eine ganze Weile dauert, bis die in die Level hochgehen. Und ich denke, dass die Prinzipien und die Sachen konnte ich schon soweit aufzeigen. Ansonsten sind die Geschichten eh immer relativ ähnlich. An der Stelle ist es wahrscheinlich auch ausreichend, einfach mal, wie gesagt, was ich euch vor allen Dingen zeigen wollte, waren die zusätzlichen Crusader, die letztlich bisher durch die ganzen Events freigespielt werden konnten. Inzwischen sind es 6 oder 8, also nochmal schauen. Also hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wenn es 7 sind, sind es auf jeden Fall 8, weil es sind ja immer paarweise auf. Genau, Frosty ist jetzt hier der nächste, aber das dauert noch eine Weile, weil bis ich 36 T im Endeffekt bekomme. Das ist etwas, was mich auch immer noch stört an der Stelle mit diesem. Mit dieser Notation, aber nichtdestotrotz sind es halt entsprechende Größen. Also K mit 1000 ist noch relativ klar, M mit Millions sowieso, aber danach ist schon die Frage, also Millions, dann kommt Billion und dann kommt letztlich hier dieses T, also irgendwo im Bereich Billion, Billiarde, irgendwo in der Größenordnung, aber sie sind halt aus meiner Sicht immer nicht sehr sprechend und ja.
Soweit für heute einfach mal so ein kleines Update, was sozusagen in Crusaders of the Lost Idols so an Neuem gibt und an Dingen, die sich dort ja, geändert im Endeffekt nicht, aber die ergänzt wurden. Und ich denke, was vor allen Dingen noch eben auf jeden Fall für mich spannend war, ist eben diese Abhängigkeit, wovon ist letztlich hier die Maximierung des Geldes abhängig. Da habe ich noch eine Sache vergessen. Neben diesen Zeitfaktoren, wo man sozusagen darauf achten sollte, dass man das an der richtigen Stelle macht, gibt es noch eine weitere Stelle, die ich letztlich dann, wenn zum Beispiel Jack O'Laterne hier möglichst hohen Multiplikator in DPS gemacht hat, dass man dann so eine Kiste öffnet. Also eine Kiste werde ich mit euch gleich mal noch öffnen. Da können wir mal gucken, was sozusagen die Juwelen-Chest, die ja eben 6 Items drin hat, beinhaltet. Und inwieweit ja dort Ausrüstung, okay, ja, das ist jetzt genau das, was ich vorhin meinte. Die hat das Zepter schon, das heißt, da wird jetzt dann nur Enhancement Points generiert, die mir letztlich zumindest nicht dabei helfen, das auszustatten. Das dürfte jetzt, genau, Equip, das heißt, sie ist jetzt vollständig, das heißt, für ihr sind alle 3 Slots oder für sie sind alle 3 Slots belegt. Das andere sind sozusagen Standardkosts. Das seht ihr hier, da sind jetzt 2 Ringe dazu gekommen. Das heißt, meine DPS von den Crusadern insgesamt liegt jetzt bei 106% durch die Ringe. Die Amulette erhöhen die Click-Damage um 90%. Die Goldfunde werden auch hier. Und das Wichtigste ist, oder das, was aus meiner Sicht am hilfreichsten ist, ist, dass diese Abilities hier eben, wie gesagt, statt 30 Minuten liegen die inzwischen nur noch bei, also okay, jetzt liegt sie hier bei 20,5 Minuten, also 20 Minuten und 5 Sekunden. Das war ja vorhin, stand es schon ein bisschen niedriger. Da weiß ich jetzt nicht, warum das wieder höher geht oder wovon das noch abhängt. Mal sehen. Auf jeden Fall hier seht ihr jetzt, sie hat alle 3 auch noch rare. Das heißt, hier hat sie ihre DPS um 100%, also 2 Sachen, wo ihr DPS um 100% gesteigert wurde. Plus die 50% Teamwork Ability. Das heißt, ihr müsst jetzt auch hier zu sehen sein, dass jetzt das weitere, genau hier, das Equipment ist jetzt vollständig. Jetzt fehlen mir letztlich noch 2 Equipments von der Queen. Und natürlich das andere muss ich einfach schauen, dass ich genug von diesem Event-Währung noch bekomme, um die ausgeben zu können. Gut, also soweit für heute. Das Mitnehmen, wie gesagt, für die Kisten. Es ging ja jetzt vor allen Dingen auch um diese Kisten. Und da ist ja so im Schnitt, wenn ihr die aufmacht, sind ja da 3 Items drin. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal, weil letztlich geht es darum, wenn ihr in den hochleveligen Stufen versucht, durch das Öffnen von Kisten letztlich an Geld zu kommen. Also ihr seht jetzt hier, sind wir jetzt bei 2,94b, das ist letztlich jetzt genau eine Stelle, wo ihr das Kisten eigentlich nicht aufmachen sollt, aber eine mache ich jetzt für euch mal auf und hoffe, dass da letztlich die Gelder drin sind. Okay, das sind Standard-Items, das wird aufgelöst und genau, also das ist jetzt eine grüne, das gibt es halt auch wieder in allen 4 verschiedenen Stufen und eben auch der Betrag, den ihr hier letztlich bekommen könnt, hängt von der gleichen Kalkulationsbasis ab, wie es auch hier, wie auch die Kalkulationsbasis letztlich abhängt. Und deswegen meine Empfehlung, achtet darauf, dass wenn ihr die Kisten öffnet, um möglichst viel Geld sozusagen zu kassieren, macht das am besten, wenn ihr gerade einen Boss-Level sozusagen oder vor einem Boss-Level steht und das euer höchstes Level aktuell ist, dann werdet ihr da den besten Multiplikator haben. Noch geschickter ist natürlich dann die Kombination, wie gesagt, mit dem Jack O'Laterne. Das heißt, Boss-Level aktiv, ein Level runter, dann möglichst viele Feinde bei Jack O'Laterne auflaufen lassen. Und wenn der Multiplikator so Maximum ist und er es kaum noch schafft, also da seht ihr dann, wenn sozusagen er anfängt, sein Leben zu verlieren, dann die Kisten schnell aufmachen, bevor er stirbt, weil sobald er tot ist, geht natürlich hier die DPS runter, dann habt ihr den Multiplikator auch wieder verloren. Aber ja, also das einfach mal so als Hinweis und als Tipp. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim selber ausprobieren und tüfteln, wie ihr letztlich verschiedene Fähigkeiten von denen kombinieren könnt. Weil, wie gesagt, inzwischen ist es recht komplex, welche Fähigkeiten die einzelnen
Crusader mitbringen und in welcher Kombination, so wie eben hier in dieser Dreier-Kombo zum Beispiel, ihr das Maximale aus einem einzelnen Crusader rausholen könnt. Also soweit für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!